Für mich ist die Europäische Union vor allem ein Freiheitsprojekt. Ich will, dass wir in der Europäischen Union alle Freiheiten leben können. Die können wir nur dann leben, wenn wir diesen Außengrenzschutz schaffen. Der Asyl- und Migrationspakt ist ein Schritt in die richtige Richtung, absolut. Und das ist auch, warum wir sagen, Europa aber besser. Der robuste Außengrenzschutz, ganz wichtig. Verfahren in Transitzonen an der Außengrenze und Verfahren in Drittstaaten. Will ich das? Brauche ich natürlich auch entsprechende Abkommen mit den Drittstaaten. Die Kommission hat damit begonnen. Das Entscheidende für mich hier ist, dass wir alles tun, rasch in die Umsetzung zu kommen bei diesem Asyl- und Migrationspakt. Wenn das funktioniert mit den Verfahren in den Transitzonen, in Drittstaaten, na selbstverständlich muss dann diese Verteilung kommen. Aber Step by Step. Die Europäische Union hat gezeigt, sie ist handlungsfähig. Für mich ist ganz entscheidend, dass die, die zu uns kommen, dafür finanziell sorgen können, für die, die nachkommen. Daher strengere Regelungen beim Nachzug.